Hallo Freunde, willkommen in meiner geheimen Brutstätte. Also willkommen in meinem Tonstudio hier am schönen Bodensee. Was ihr hier seht, ist eigentlich der Ort, wo alles entsteht, wo ich alles mache, wo ich spiele, wo ich singe. Das sind meine Schätze hier an der Wand, mit denen ich sehr, sehr, sehr viel arbeite und gerne arbeite. Meine ganzen Arkströms, ich darf sagen, ich stehe einfach auf diese Gitarren. Die sind immer griffbereit für welche Stilrichtung auch immer. Wer hat denn dich hierher geschickt? Einfach nur wegen dir hängt mein Himmel voller Geiger. Hier, das ist mein ganzer Stolz, das ist meine Gesangskabine. Das heißt, hier gehe ich rein. Das ist mein Mikro. Ja, ich kann alles, was ich machen will, alleine machen. Ich kann es hier in meinem Studio steuern. Ich kann mich selbst aufnehmen, aussteuern, gucken, einschalten, ausschalten, weil ich arbeite sehr, sehr gerne. Gerade bei Gesangsaufnahmen alleine, weil Gesangsaufnahmen sind sehr intim. Und ich kann es nicht leiden, wenn mir jemand sagt, wie ich singen soll. Also sage ich alle raus, beim Singen möchte ich wirklich alleine sein. Okay, die Gesangskabine machen wir jetzt wieder zu. Hier, das ist sozusagen meine Regie. Hier sitze ich, mache meine Mischung, stelle ein, spiele meine Instrumente ein und muss sagen, das ist hier so mein Raum, mein absoluter Lieblingsraum. Hier verbringe ich eigentlich den ganzen Winter. Im Sommer gehe ich lieber raus. Es ist überall wirklich ein Instrument da, was man gerade braucht. Hier zum Beispiel habe ich mein Klavier, weil solche Geschichten wie zum Beispiel der Chaot, die entstehen am Klavier. Dann haue ich mich hin und probiere erstmal. Probier einfach erstmal aus, passt es, welches Instrument nehme ich und denke drüber nach und dann wirklich greife ich mir eine von diesen Schätzen. Ja, oder viele Songs entstehen auch ganz einfach, kommt mit, ganz einfach auf Akustikgitarre. Du setzt dich hin mit so einem Ding hier aufs Bänkchen und sagst, wir müssen Songs schreiben, was ich gerne im Team mache übrigens. Das macht Spaß. Ich bin ein Chaot, ich trage meinen Kopf hoch in den Wolken, wie auch immer. Damit werden übrigens die meisten Songs geschrieben, mit einer ganz normalen Akustikgitarre. Weil ich finde es immer schön, wenn du einen Song hast, den du auch einfach ohne dieses ganzen Schnickschnack einfach nehmen kannst, sagen kannst, ich spiele dir das Ding mal eben an oder ich spiele es dir vor. Und auch nur mit so einem Instrument klingt er. Dann weißt du, dass du einen guten Song hast. Was für ein Chaot. Darum geht's. Das habe ich gerade aufgenommen. Wenn ihr mal hören wollt, dann drückt man hier das Knöpfchen und dann hört man das im Solo und kann checken, ob es stimmt. Das ist Magie. Also hier zu sitzen und sich Songs auszudenken, zu schreiben, auszuprobieren, wo klinge ich, was mache ich wie. Schöner geht's nicht. Wie heißt es so schön auf Englisch? This is my room. Aber es ist nicht so, dass wir nur arbeiten. Wir haben auch zum Beispiel unsere kleine, das haben wir versteckt, damit keiner sieht, ja, dass wir manchmal auch Spaß haben. Kommt mal mit. Ja, hier entspannen wir uns an dem Studio-Kicker. So ein Studio-Kicker muss sein, das ist einfach cool. Ja, machen wir die Lampe an und dann, wer auch immer hier mit mir ist, muss dann gegen mich antreten. Und gegen mich haben übrigens nicht viele eine Chance. Ich bin im Kicker ziemlich, ziemlich gut. So, Freunde, jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck bekommen, wo und wie das Ganze entsteht hier aus meinem Geheimlabor. Das ist mein Geheimlabor, mein Studio hier am wunderschönen Bodensee. Einfach geil, das erspricht.